Ja, hallo, ich bin Christian von Sportbachelor und ich möchte dir heute einige neue Studien und Informationen aus dem Bereich der Sportwissenschaft vorstellen. Und zwar findest du in unserem aktuellen Science Update in der März-Ausgabe wieder einige neue Studien. Und falls du das Science Update noch nicht kennst, wenn du Sportwissenschaftler, Trainer, Coach, Personal Trainer oder auch Sporttherapeut oder Physiotherapeut bist, dann ist das Science Update genau das Richtige für dich. Es hält dich einfach auf dem Laufenden, versorgt dich monatlich in einer PDF-Datei mit den aktuellsten und wichtigsten Studien aus den Bereichen Sportwissenschaft, Biomechanik, Krafttraining, Ausdauertraining, Sporttherapie und so weiter und so fort. Alles anschaulich und auf einen Blick zusammengefasst, sodass du nicht stundenlang Studien suchen und auswerten und analysieren musst. Ja, und ich will dir einfach einen kleinen Einblick in die aktuelle März-Ausgabe geben. In unserem ersten Thema beschäftigen wir uns eben mit der Analyse der Lauftechnik. Also wenn du Sportler oder Patienten hast, bei denen die Gang- oder Lauftechnik möglicherweise durch eine Verletzung beeinträchtigt wurde oder durch eine Operation, dann ist es wichtig, einfach auch wieder eine saubere Gang- oder Lauftechnik sich anzueignen. Oder wenn du mit Sportlern arbeitest, die ihre Marathon- oder 10-Kilometer Laufzeit verbessern wollen, dann kann man mit einer professionellen Lauftechnikanalyse auch noch die ein oder andere Minute rausholen. Und das Problem mit Analysen der Lauftechnik ist zum einen, sie sind teuer, das heißt, du brauchst Kraftmessplatten, wenn du Kräfte etc. analysieren willst. Und zum anderen ist einfach das Problem oft bei Lauftechniken, eben weil diese Kraftmessplatten ja auch sehr teuer sind, dass man dann oft auf subjektive Analysen zurückgreift. Das heißt, man beobachtet das Ganze einfach und schaut dann, was man verbessern kann. Und in dieser ersten Ausgabe des Science Update lösen wir eben genau dieses Problem. Dort stellen wir dir eine App vor, die extrem kostengünstig ist und ein valides, also wissenschaftlich validiert wurde, ein valides Instrument ist, um die Lauftechnik zu analysieren. Und das Beste daran, du kannst Kraftdaten gewinnen, nur aus einem Video. Das heißt, alleine aus kinematischen, also räumlich-zeitlichen Daten, erhältst du über Algorithmen, die eben der Entwickler hier in die App eingespeist hat, Kraftdaten. Das heißt, du kannst sehen, läuft mein Sportler oder belastet mein Sportler rechtes und linkes Bein gleich oder kommt es nach einer Verletzung möglicherweise zu einer Kompensation, zu einer Schonhaltung, belastet er möglicherweise das Recht mit dem rechten Bein mehr als wie mit dem linken Bein. Oder was du auch gewinnen kannst, ist, mit welchem Winkel setzt mein Sportler am Boden auf, wie steht der Unterschenkel. Hier versorgt dich die App auch mit Normdaten, das heißt, es zeigt dir hier genau an, bist du in einem Bereich oder ist dein Sportler in einem Bereich, der gut ist oder sollte man hier nachbessern. Auch Bodenkontaktzeiten etc., da kann man wirklich sehr, sehr viel rausziehen. Und wir zeigen dir genau anhand eines Beispiels, das ich neulich durchgeführt habe, selbst in der Praxis, wie man das Ganze macht. Und hier siehst du auch einige Daten, die ich hier ausgewertet habe, eben mit Differenzen, Seitendifferenzen, an denen man dann arbeiten kann. Ja, also ein wirklich super Tool, das man wirklich ganz kostengünstig verwenden kann. Ja, im zweiten Thema beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Abnehmen. Ein kleiner Mythos, der hier vorherrscht im Bereich des Abnehmens. Einfach nüchtern Training, das heißt Training auf nüchternen Magen, das heißt ohne dass man etwas gegessen hat am Morgen. Bringt das wirklich etwas? Also im Sinne von einem erhöhten Gewichtsverlust? Oder handelt es sich hier um einen Mythos? Hier haben wir eine Studie zusammengefasst, die sich anschaut, eine Gruppe macht nüchtern Training, das heißt, sie geht eine Stunde laufen bei 70% der maximalen Herzfrequenz, trinkt dann einen Shake mit 250 Kilokalorien und die andere Gruppe macht es genau andersherum. Und diese Studie lief über 4 Wochen mit einem Training, das eine Stunde dauerte und 3-mal pro Woche durchgeführt wurde. Und was das Ergebnis ist, erfährst du im Science Update und auch sehr spannend, wenn du mit Klienten zu tun hast, die ihr Gewicht optimieren wollen. Dann haben wir ein Thema, das einen großen Teil des Science Updates in Anspruch nimmt. Ein super spannendes Thema, wenn du im Bereich Diagnostik unterwegs bist, wenn du mit Sportlern an der Sprungkraft, also sowohl vertikal als auch horizontal, arbeitest. Hier geht es um das Thema Trainerinstruktionen. Das heißt,
du als Coach oder als Diagnostiker, als Anweiser, kannst aus deinem Sportler mehr herausholen, einfach indem du bestimmte Anweisungen gibst. Das heißt, wenn du eine interne Anweisung gibst, beispielsweise strecke oder beim Absprung strecke deine Knie so explosiv wie möglich, das wäre eine interne Anweisung, also intern fokussiert, das heißt, der Sportler konzentriert sich auf sein Knie. Eine externe Anweisung hingegen wäre, drücke den Boden oder drücke deine Fersen so extrem wie es geht in den Boden oder drücke sich dich so extrem wie es geht vom Boden ab. Also hier eine interne versus eine externe Anweisung als Trainer. Und im Science Update zeigen wir dir, für welche motorischen oder sagen wir mal für welche Untereinheiten im Bereich der Diagnostik, also Maximalkraft, Strength, Speed, also so Sprünge mit Gewicht am Rücken beispielsweise oder hier dann Speed Strength, also dann eher so etwas wie einen Counter Movement Jump oder hier Reaktivkraft Diagnostik oder reine Schnelligkeitsdiagnostik. Also für welche Bereiche sollte man welche Instruktionen geben? Also wirklich super spannend. Man kann hier teilweise Unterschiede im Bereich von 9-10% in der wissenschaftlichen Literatur finden. Macht also wirklich einen Unterschied aus. Ja, im vierten Thema wieder etwas zum Gewichtsverlust. Intervalltraining versus Dauertraining. Was ist effektiver? Und im fünften Thema beschäftigen wir uns dann noch mit dem Range of Motion im Krafttraining. Das heißt, sollte man im kleinen Range of Motion trainieren, also viel Gewicht und wenig Bewegungsradius oder lieber weniger Gewicht und viel Bewegungsradius. Das ist ein Thema hier auch in diesem Science Update. Und wie immer, die Abonnenten Science Updates erhalten auch hier ein Quick Review. Hier fassen wir wieder einige Studien ganz, ganz kurz und prägnant zusammen. Und auch die Sportwissenschaften Basics dürfen nicht fehlen. Hier erklären wir dir, was der Reactive Strength Index ist und wie du mit deinen Sportlern anhand des Reactive Strength Index an der Sprungkraft arbeiten kannst, beziehungsweise die Sprungkraft diagnostizieren kannst. Und ja, auch ein kleines Update aus dem Bereich der Anatomie für die Schultermuskulatur. Das Ganze im aktuellen Science Update März 2018. Wenn du Interesse daran hast, einfach auf sportbachelor.com/scienceupdate und dann kannst du das Ganze einfach mal testen. Du hast deine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.